wenn nach der Trennung aus einer toxischen langjährigen Ehe nicht besser sich anfühlt, sondern geht einem richtig schlecht. Ich habe einen Brief erhalten und dazu möchte ich ein paar Anregungen sagen und erstmal auch diesen Brief dann vorlesen. Ich bin Gabriela, ich begleite Menschen mit Entwicklungstrauma und KPTBS und ja, jetzt freue ich mich auf dich. Ich möchte dir nur den Ausschnitt aus dem Brief vorlesen, wo es sehr deutlich wird und sehr detailliert beschrieben wird, wie es dieser Dame ergeht. Und davor wurde es nur zusammengefasst, dass ein langjähriger Ehe beendet wurde. Sie hat ja den Mut zusammengenommen und auch ja, die Trennung dann durchzogen. Sie hat in der Kindheit sehr, sehr viel Schlimmes erlebt und sie ist auf jeden Fall mit Komplextrauma, dass sie in diese ganz ja, toxische Beziehung mit rein ist, wo dann auch jetzt Kinder eben auf die Welt kamen und auch das Umfeld des Ehemannes ist recht toxisch, inklusive Schwiegermutter, wo leider nur ganz, ja, also wenig Heilsames kommen kann. Und auch zu den Eltern, zu den eigenen Eltern, hat diese Dame heute emotional sehr wenig und hilfreiche Bindung. Nun, wie es ihr jetzt im Moment ergeht, wo jetzt die Trennung durchzogen wurde. In letzter Zeit kam einiges zusammen, beziehungsweise durch die Beobachtung von mir selbst wurde mir vieles noch klarer. Jetzt kurzem stand die Frage im Raum, was ich wirklich will. Nur weil jetzt der Mann weg ist, ist ja mein Leben nicht besser. Ich spüre keine Leichtigkeit oder dergleichen. Mein Schwindel ist nach wie vor da. Das ist ja erst nach der Trennung gekommen. In der neuen Arbeit kommt viel Neues hinzu, mit der Abrechnung und Versicherung und das, also die eine Tochter lernt gerade ziemlich schlecht und benötigt mehr Unterstützung. Es wurde so offensichtlich spürbar, dass ich den Halt und die Sicherheit im Außen, also meinen Mann, suchte. Und jetzt merke ich, dass ich ihn in mir nicht habe und somit schleudert es mich gerade hin und her. Gleichzeitig die Frage, was ich wirklich will, hat mir so richtig aufgezeigt, dass ich es nicht weiß bzw. noch nie wusste. Meine ganze Kindheit und auch später machte ich immer, was andere gut fanden. Diese Leere ist gerade so spürbar. Da ist nichts in mir. Ich weiß ja nicht mal, ob ich lange oder kurze Haare möchte. Ich mache das, was andere gut finden. Und auch bei Mini-Entscheidungen. Leere. Die fehlende Identität ist mir so richtig bewusst geworden. Denn meine scheinbare Identität war Familie. Mein Sinn vom Leben, eine glückliche Familie zu haben und da so eng gesteckt, eben nur mit Mann. Und obwohl ich das jetzt eh nicht mehr will, laufen mir sogar beim Einkaufen immer die Tränen, weil ich ja nicht mehr für alle einkaufe, was ja so unwichtig eigentlich ist. Aber es passiert einfach und ich spüre, dass die Entscheidung richtig war. Aber jetzt fehlen einfach viele Überlebensstrategien, die ich nicht als solche bewusst sah, weg, beziehungsweise ich habe sie selbst aufgelöst. Ich sehe bzw. spüre so vieles, was mich triggert und bin immer wieder irgendwie am Regulieren, aber ich spüre den Stress alleine dadurch, jetzt alleine zu sein. Und ich hatte ja Geburtstag und in der Arbeit bekam ich eine Torte mit Kerzen. Freundinnen kamen spontan und es war so nett. Und ich stand da und bei den Umarmungen spürte ich so gut wie nichts. Ich konnte dies nicht fühlen und spürte diese Mauer um mein Herz noch viel mehr. Diese Herzlichkeit einfach nicht tief in mein Herz zu lassen, das machte auch ziemlich viel mit mir. Denn so bewusst in dem Moment gespürt hatte ich es selten. Und ich dachte, ich fühle.
aber ich denke meiner Gefühle eher, als dass ich sie wirklich in mein Herz lasse. Und ich wollte es, aber es ging einfach nicht. Und das schmerzt gerade auch ziemlich. Und ich war Wellness-Tage mit einer Freundin, das war ähnlich. Ich kann dann nicht einfach den Moment genießen. Ich spürte Traurigkeit, weil ich nie vorher mit einer Freundin was machte, nur immer mit Partner. Die Kinder fehlten mir. Ich spürte einfach wieder, wie mir alleine fühle und mich so unsicher. Meinen Wert, den ich mir über die Kinder gebe oder darüber etwas zu tun, fällt ja beim Wellness-Tagen weg. Daher merke ich gerade an allen Ecken und Enden, was mein eigenes Selbstbild, meine eigene Wertlosigkeit, die ich fühle, mit mir macht. Es zeigt ja nur das, was vorher schon in mir war. Ich aber mit Familie und so weiter schön übermalt habe und dachte, es ist ja gut. Ganz lieben Dank. Als ich ja diese Schilderung gelesen habe, das ist, glaube ich, so aus ganz, ganz tiefem Inneren geschrieben worden und ganz herzlichen Dank, dass das hier jetzt freigegeben wurde, das so vorzulesen. Das ist eine recht typische Reaktion von Menschen mit Entwicklungstrauma, insbesondere für sie, für diejenigen, die schon immer auf andere ausgerichtet waren. Und die meisten waren ja von Angst geleitet, immer darauf ausgerichtet, dass die Bezugspersonen nicht irgendwie ja an Trouble irgendwie lauern oder dass da nicht ja wieder Streit gibt oder Strafe gibt und dass man einfach entspricht und zwar den anderen entspricht. Ella beschreibt hier auch, dass sie jetzt im Moment, obwohl diese toxische Beziehung und der Mann, der ja sie auch über Jahrzehnte hinweg schlecht behandelt hat, weg ist, für sie keine Erleichterung ist, weil sie, was sie im Moment spürt, dadurch, dass er weg ist, dass sie alleine ist und dass sie dieses Alleinsein mit sich selbst nicht aushält, dass sie auch nichts spüren kann. Obwohl das so traurig und so schlimm und so, nicht wahr, so, ich sag mal, bewertet wird, ungewollt auch oder so empfunden wird, weil womöglich auch durch die Gesellschaft so viel, nicht wahr, suggeriert wird. Aber diese Wahrnehmungen von Ella sind unglaublich wichtig für die Heilung und unglaublich positiv. Warum? Weil sie jetzt merkt, dass dieser Zustand, mit mir alleine zu sein, unbekannt ist. Natürlich kennt sie dadurch auch oder erkennt sie das, dass das, was für sie gut war oder richtig war oder als vielleicht Grenze auch galt, dass das die Familie war. Also egal was passierte, sie hat immer daran gemessen, ob das gut oder nicht gut war, wie das der Familie ja, kommt oder wie das bekommt und wie halt der Mann das bekommt oder wie die Kinder das bekommen, aber nie daran, wie sie das bekommt, was gerade im Leben geschieht. Und das ist der Punkt, was jetzt plötzlich, dadurch, dass der Mann weg ist und diese ehemalige Struktur der Familie sich jetzt plötzlich verändert hat. Das ist jetzt eine Person weniger. Das sind jetzt natürlich andere Art, zum Teil Kommunikationen da. Die Kinder sind auch natürlich, verändern sie sich. Ja, jetzt ein Töchterchen braucht auch mehr Unterstützung und so weiter. Die Aufgaben sind auch anders. Die Ella hat jetzt auch noch einen anderen Job, wo da auch noch einiges zu regeln ist, was sie vielleicht auch nicht gekannt hat vorher, gar nicht solche Aufgaben gehabt. Und das sind all diese Fähigkeiten, Lebensfähigkeiten, die sie bisher nicht erlernen durfte.
Es gab keine Möglichkeit dafür. Wenn recht schnell in ein Ehe hineinkommt und diese dann mehr oder weniger als Flucht, nicht als Zuflucht, sondern als Flucht aus dem Familienhaus oder Elternhaus passiert war, dann geschieht es meistens, dass wir an die Falschen geraten und dass wir dort eigentlich genau in den gleichen Konstrukten bleiben, auch mit unseren inneren Konstrukten bleiben, wie schon bereits in der Kindheit und Jugend. Dementsprechend ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass jetzt Ella plötzlich ganz neue Erfahrungen macht, wie das ist, eigentlich allein zu sein. Weil allein zu sein ist unglaublich wichtig für uns, aber das muss auch erlernt werden und wir müssen natürlich auch erstmal erfahren, wie das ist und daran auch vielleicht, naja, die Freude und wieder oder überhaupt das erste Mal, aber auch ja, was Spannendes, etwas Abenteuerliches oder auch etwas Erholsames entdecken, wie das ist, wenn man alleine ist, mit sich selbst alleine, nur das tut, was nur jemand selbst sich wünscht. Ja, und bei der Ella kommen natürlich weitere Problematiken, denn jetzt merkt sie auch, dass sie nicht weiß, was sie sich wünscht und was denn ihre Bedürfnisse sind. Und da ist genau jetzt wieder der Fall, dass natürlich diese kindlichen Anteile, die aber bis heute unsere Bedürfnisse sehr, sehr gut hüten, jetzt mehr geheilt werden dürfen, wir dort die eigentlichen Bedürfnisse entdecken und überhaupt in das Spüren kommen, wie denn diese Bedürfnisse sind oder auch einfach, was sind meine Grenzen? Denn die Grenzen sind nicht nur körperlich. Grenzen, wir haben auch emotionale Grenzen. Wir haben aber auch im Raum Grenzen, wie nah zum Beispiel jemand zu mir kommt oder nicht. Kann ich mich berühren lassen oder ist das einfach schrecklich? Und all das ist jetzt natürlich ja, auf dem Stundenplan sozusagen. Vielleicht erstmalig im Leben zu erfahren, erstmalig diese Dinge dann immer wieder vielleicht bewusst zu erfahren, damit man das auch, naja, für das Nervensystem oder dem Nervensystem beibringt, wie das ist und dass es nichts Schlechtes ist. Denn das ist nicht das Verlassenheitsgefühl von damals durch emotionale Vernachlässigung. Das ist etwas anderes. Alleinsein ist nicht verlassen zu sein. Alleinsein ist heute, kann gewollt sein und bewusste Entscheidung sein. Manche bleiben auch zum Beispiel für immer Single. Aber dieses Alleinsein, auch jeden Tag ist notwendig, dass wir Zeit nur mit uns selbst verbringen. Und genau dazu lade ich auch die Ella ein und auch jeden, die jetzt das hier so anhört, dass das übt. Wirklich bewusst Zeit reservieren, Tür zu machen, ungestört sein und schauen, wie das ist. Die Ella hat auch beschrieben, sie wollte das so gerne spüren, die Umarmungen und wie das Gefühl vielleicht auch war. Und sie konnte das nicht. Ja, das ist ja so ein Ding, nicht wahr, mit Emotionen und Gefühlen. Wie können sie nicht irgendwie, wie können sie nicht drängen? Wie können sie auch nicht beherrschen? Insbesondere, wenn wir auch früh eben ja, verschiedene Formen der Dissoziation schon entwickelt haben, unbewusst noch, aber dennoch springt ja auch noch oft natürlich der Körper drauf an. Und vielleicht war ja dieses Geburtstagsfest so schön und nett, was die Ella bisher auch nicht kannte. Aber das war auch ungewohnt und vielleicht gefährlich, ja, weil Unbekanntes ist immer unsicher. Wir wissen nicht, wie das ausgeht.
Vielleicht braucht es auch Vertrauen und mehrfach zu erfahren, dass es immer wieder, also wiederholt, die gute Erfahrung, dass es das nächste Mal auch so ist, damit sich das Nervensystem entspannen kann und dieser Erfahrung vertraut. Ein weiterer Punkt ist, was ich hier auch gesehen habe, beziehungsweise hier genau noch gelesen habe, dass diese Traurigkeit, genau. Also die Ella spürt dann so eine Traurigkeit. Und ja, natürlich Wehmut auch, weil sie merkt, dass sie im Leben einiges, was auch schön sein kann, sie versäumt hat oder nicht erleben durfte. Und das ist auch ein Teil des Prozesses, der, ja, dass wir uns selbst betrauern, unsere Kindheit betrauern und diese versäumte Gelegenheiten auch betrauern. Und das darf sein, das muss sogar sein, damit wir diese betrauern und dass diese Traurigkeit auch hochkommen darf. Übrigens, wenn wir auch ganz spontan Traurigkeit zum Beispiel verspüren und wir nicht wissen, warum, kann auch ein Signal der Heilung sein, weil ist das Nervensystem dann in einem Zustand, wo es sich sicher fühlt und endlich diese Traurigkeit zulassen kann. Denn oft ist es so gewesen, dass sie in der Kindheit weder Wut noch Traurigkeit, also Weinen, zulassen durften, weil da, ja, das durfte nicht sein. Und wenn das aber heute im Erwachsenenalter plötzlich der Fall ist, dann kann das wirklich ein sehr, sehr gutes Signal sein. Und die Ella hat auch beschrieben weiter oben, dass sie auch beim Einkaufen, dass die Tränen laufen, weil sie nicht mehr, ja, nicht mehr für alle einkauft. Und das ist traurig. Im Sinne, etwas ist zu Ende gegangen. Und auch das gehört zu betrauern. Denn wenn ich eine langjährige Ehe beende und auch dort waren, natürlich war auch in einer Ehe und schöne Momente, Kinder sind auf die Welt gekommen und so weiter. Es gab auch diese Momente und auch schöne Seiten. Nicht nur das, was absolut schlimm war oder missbräuchlich war, aber das hat leider überwogen. Und deshalb gab es die Trennung. Und auch diese Phase des Lebens ist jetzt dann abgeschlossen, geht zu Ende. Und alles, was zu Ende geht, ist irgendwie traurig, weil wir das mit Verlust assoziieren. Und weil wir tatsächlich etwas abschließen und es dauert eine Zeit, bis diese Trauer dann auch durch ist. Und wo die Ella dann wieder einkaufen geht und dann vielleicht nur, ja, für die Kinder was einkauft, für sich nur, was sie essen möchte zum Beispiel, was dafür extra kocht. Oder dass sie ja bald vielleicht jemand neuen kennenlernt, der aber eine gesunde Bindung fähig ist. Und genau das wünsche ich ja der Ella, dass sie diese Identität, diese sichtbare ehemalige Identität, ja, durch die Familie und durch die Grenzen der Familie und des Mannes, sie neu gestaltet, dass jetzt neue Grenzen und neue Identitäten sie entdecken kann und für sich selbst aktiv formt. Denn wir sind in der Lage, das zu tun. Und auch hierbei ist natürlich Körperwahrnehmung unglaublich wichtig. Und all diese Trauerprozesse sollten auch durchlaufen. Ja, liebe Ella, dann wünsche ich dir alles, alles Liebe. Und ob andere unter euch auch was Ähnliches erfahren haben, dass sie endlich den Mut zusammengenommen haben und die Kraft und in der Lage waren, dann ja ein etwas Missbräuchliches zu beenden, und danach fielen sie in ein
ja, in ein etwas Krise und Loch und Leere, wodurch das wohl entstanden sein konnte. Wie haben Sie das, wie habt ihr denn das überwunden? Oder seid ihr vielleicht, steckt ihr gerade in so einer Situation? Ja, teile gerne deinen Kommentar und ich freue mich darauf. Ganz, ganz liebe Grüße, Gabriela. 'Cause it feels like home.